Die Pleite des Konsum 1995 war ein Schock für das Genossenschaftswesen. Und seitdem ist es eher still um die Genossenschaften geworden. 2012 hat nun die UNO zum Jahr der Genossenschaften aufgerufen. Und zwar deshalb, um die wirtschaftlichen und sozialen Beiträge der Genossenschaften hervorzuheben. Wohl auch deshalb, weil Genossenschaften offenbar besser wirtschaften. Kein Robot, kein Zehend mehr. Die Bauernbefreiung 1848 macht die Bauern zu freien Unternehmern. Die Anwesen sind aber oft nicht lebensfähig. Die Händler diktieren die Preise. Um den zum Teil hochverschuldeten Bauern zu helfen, gründet Friedrich Wilhelm Raiffeisen die heutigen Raiffeisenbanken, Hermann Schulz-Delitzsch die Volksbanken. Die Idee, in solidarischer Haftung Geld zusammenlegen, billige Kredite an Mitglieder vergeben und vor allem bei Raiffeisen durch gemeinsamen Einkauf die Bauern günstig mit Saatgut und Geräten versorgen. Das Lagerhaus in Karlsdorf, einer von 160 steirischen Lagerhausstandorten. Allein in der Landtechnik sind 30 Mitarbeiter mit der Reparatur landwirtschaftlicher Geräte beschäftigt. Und die Bauern, die kommen von weit her. Wir von Karlsdorf aus betreuen etwa 31.000 landwirtschaftliche Betriebe in der Süd-, Ost- und Weststeiermark plus südliches Burgenland. Aber auch landwirtschaftliche Produkte werden an- und Treibstoffe verkauft. Und was wie ein Baumarkt mit rund 12.000 Artikeln aussieht, ist auch einer. Aber man hat auch etwas, was andere nicht haben. Das Besondere in unserer Bauernecke ist, dass wir täglich frische Ware erhalten. Und es kommen ungefähr 67 Lieferanten. Österreichweit gibt es rund 2000 Genossenschaften, Wohnbaugenossenschaften, landwirtschaftliche und gewerbliche Genossenschaften. Genossenschaft ist gekennzeichnet durch Mitsprache der Mitglieder, durch besondere interne Entscheidungsregeln. Und das kann dazu führen, dass Genossenschaften nicht so stark von Schwankungen auf Märkten betroffen sind. Die Bioenergie Hitzendorf macht sich winterfit. Hackschnitzel werden angeliefert, der Kessel gereinigt. Biowärme wird an 25 Kunden geliefert und damit werden 350.000 Liter Heizöl eingespart. 1,3 Millionen Euro haben die Genossenschafter investiert. Die Bauern haben also sehr viel Geld hier in diese Anlage investiert als bäuerliche Genossenschaft und haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, eben ihr Holz entsprechend zu verwerten. Eine Sitzung im Raiffeisenverband Steiermark, vorwiegend männlich besetzt. Der Verband kontrolliert, berät und vertritt die 392 Mitglieder nach außen. Und da geht es auch, aber nicht nur, ums Geld. Eine Genossenschaft hat in erster Linie ja nicht die Aufgabe, extrem gute Gewinne zu erwirtschaften. Gewinne sind auch notwendig, um auch die Zukunft abzusichern. Aber in erster Linie versuchen wir, Nutzen zu stiften in den Regionen. Allein in der Steiermark sind rund 6.000 Mitarbeiter bei Genossenschaften beschäftigt. Landena beispielsweise ist einer der führenden Betriebe in der heimischen Lebensmittelbranche. So werden hier pro Jahr unter anderem 21 Millionen Stück Knapperwürstel sowie Fertigmenüs erzeugt. Und das ist die Enztalmilch. Sie verarbeitet 75 Millionen Tonnen Milch zu den verschiedensten Produkten. Und beide Firmen haben eines gemeinsam. Sie gehören zur Landgenossenschaft Enztal. Und die wiederum gehört 1.800 Bauern aus der Region. Es ist da der Abnehmer unserer wichtigsten Erzeugnisse, Milch und Rinder, und sichert uns eigentlich monatlich ein sicheres Milchgeld und eben je nach jahreszeitlich bedingt ein sicheres Geld, wo wir die Rinder verkaufen. Übrigens, jede zweite Steirerin, jeder zweite Steirer ist Mitglied einer Genossenschaft. Das sind rund 600.000 Menschen, die so Anteile an den verschiedensten Firmen besitzen.